grüße ich euch zu unserer Pressekonferenz vorm Heimspiel morgen gegen die Zweitvertretung vom SC Freiburg. Maurizio Jacobacci neben mir darf ich begrüßen und wie immer starten wir mit euren Fragen. Marco Blanco hat schon zum Mikrofon gegriffen, dann fangen wir doch gleich an. Hallo Herr Jacobacci, starten wir doch erstmal mit dem Personal, da gibt es diesmal ein bisschen mehr zu besprechen. Vielleicht fangen wir mal mit Philipp Steinert und Albion Frenetzi an, die unter der Woche nicht trainieren konnten, beziehungsweise nicht regelmäßig trainieren konnten. Sind sie morgen einsatzbereit? Ja, Steini und Albi werden nicht dabei sein, das ist so, der Vino auch nicht, der Wein und der Wilsch, der hat eigentlich schon abgeschlossen. Von daher, das werden die Spieler sein, die nicht dabei sein werden. Sonst sind Gott sei Dank auch der Lex wieder dazugestoßen. Also er wird zur Verfügung stehen. Das ist schon eine gute Situation. Zu Marius Wilsch, der hat unter der Woche sein Karriereende zum Saisonende eben bekannt gegeben. Sie haben eben gesagt, er hat schon abgeschlossen. Ist es also stets nicht im Raum, dass er zum Beispiel gegen Mannheim im letzten Heimspiel noch mal ein paar Minuten für die Löwen auflaufen darf? Da habe ich eigentlich keine Gedanken gemacht, weil ich glaube, es ist nicht jetzt so, dass wir die Meisterschaft auslaufen lassen. Ja. Dann mach gleich weiter, Marco. Okay, ein Trio, das letzte Woche in Saarbrücken gefehlt hat, sind die Spieler Boyamba, Bär und Holzhauser. Wird das weiterhin so sein oder werden sie morgen wieder zum Kader gehören? Sie haben, die Situation wurde Anfangswoche klar angesprochen, intern. Und sie haben eine ganze Woche sehr gut trainiert. Und sind wieder dabei, wie alle anderen. Dann wechseln wir zum Bayerischen Rundfunk. Herr Jacobacci, außer den Personalien sind ja die Fragen vor diesem Spiel nicht so offen auf der Hand, sage ich jetzt mal. Was ist für Sie gerade vor diesem Spiel oder für dieses Spiel wichtig? Dass wir die Mentalität auf den Platz bringen, alles Mögliche zu machen, um dieses Spiel auch zu gewinnen. Wir werden gegen einen Gegner spielen, der für mich aktuell das beste Team ist der dritten Liga. Sie bringen alles mit, um eben ganz oben mitzuspielen. Sie haben die richtige Einstellung, sie sind Laufbereitschaft, sie bringen Laufbereitschaft an den Tag, sie sind gierig für jedes Spiel, sie spielen sehr gut gegen den Ball und wie gesagt, sie sind wirklich mit und ohne Ball wirklich sehr gut und es macht auch Spaß, ihnen zuzuschauen, wie sie spielen. Und darum erwarte ich natürlich von meinem Team, dass sie alles reinhauen, um eben entgegenzuhalten und sie auch dann mit Ball in Schwierigkeiten zu bringen, um dieses Spiel für uns zu entscheiden. Es wäre nach den zwei gewonnenen Heimspielen das dritte Spiel, das wir würden zu Hause gewinnen und das ist eigentlich unser Ziel. Das war eine schöne Liebeserklärung an eine Fußballmannschaft von Ihnen. Was fehlt Ihrer Mannschaft im Moment, dass Sie so eine Liebeserklärung an die 60er-Mannschaft machen könnten, wie Sie es jetzt an die Freiburg 2 gemacht haben gerade? Ja, meine Erwartung und ich gehe davon aus, dass wir alles wirklich unternehmen werden, um eben zu Hause vor unserem Publikum das Spiel, das wir in Saarbrücken gemacht haben, nicht nur bis 30 Meter vor dem Tor so zu gestalten, sondern eben auch noch in der letzten Zone griffig zu sein, aggressiv, entschlossen, zielstrebig. Und den Mut eben aufbringen, auch aus der Distanz auch Abschlüsse zu wagen. Und eben die Präsenz in dieser Zone 3, die muss einfach besser sein. Und auch die Qualität vor dem gegnerischen Tor. Auf das habe ich natürlich hingewiesen. Und
ja, wir haben eigentlich eine gute Woche gehabt, auch gut trainiert. Und ich hatte eigentlich gegenüber der letzten Woche eine ruhigere Woche. Dann wechseln wir die Seite, Matthias Eicher. Ja, Herr Jakobacci, die letzten drei Spiele mit Beteiligung der Löwen sind jeweils 2-0 für die Heimmannschaft ausgegangen. Erste Frage, was halten Sie grundsätzlich von Statistiken im Fußball? Und zweite Frage, ein 2-0 Heimsieg dürften Sie vermutlich unterschreiben, oder? Ja, sofort. Sofort. Zu Null spielen ist immer eine große Option, dass man ein Spiel gewinnen kann. Aber noch einmal, gegen diese Mannschaft müssen wir wirklich über die volle Distanz sehr konzentriert, sehr kompakt agieren und vor allem gegen den Ball sehr, sehr gut arbeiten, weil sonst werden wir in Schwierigkeiten kommen. Marco? Vergangene Woche gelang Ihnen in Saarbrücken kein Torschuss. Jetzt kommt die beste Defensive der Liga ins Grünwalder Stadion. Sie haben schon gesprochen, dass Sie unter der Woche eben hart gearbeitet haben, auch an der Offensive. Hat vielleicht in Saarbrücken so ein bisschen die Kreativität gefehlt? Und wie kann man das als Trainer versuchen, der Mannschaft wieder zu vermitteln? Mit einem Personalwechsel vielleicht? Oder wie sah diese Arbeit konkret aus? Ja, der Kader für morgen sieht auch schon wieder anders aus. Also da ist auch wieder Qualität hinzugekommen, der uns ein wenig fehlte, auch in Saarbrücken, das hat man auch gesehen. Und das sind auch gewisse Antworten, die gegeben werden indirekt. Dann Thomas Spiesel. Herr Kobacci, heute sind wir ja schon sehr früh beim Gegner gelandet. Freiburg ist eine Mannschaft, die vom System und von der Taktik her sehr flexibel agiert, jetzt nicht ihr festes System spielt. Wie erwarten Sie den Gegner morgen, gerade in taktischer Hinsicht? Ja, also vom System her werden sie nicht viel verändern. Sie spielen ja meistens in dem 4-4-1-4-1 System. Sie können auch switchen in ein 4-2-3-1 System. Selten haben sie mit einer 3- oder 5er Abwehrkette gespielt. Da haben sie sich ab und zu auch ein wenig auf den Gegner so eingestellt. Aber ich glaube schon, dass der Thomas Stamm morgen in einem 4-1-4-1-System spielen wird. Und wenn nicht, dann werden wir sicher auch vorbereitet sein. Aber er hat eigentlich keinen Grund, etwas zu verändern. Er hat, eben wie gesagt, Qualitätsspieler in seinen Reihen, junge, hungrige. Und die können schon kicken. Aber entscheidend ist ja, dass man ihnen eben nicht diese Räume gibt, und sie auch zum Verteidigen zwingt. Wo sie natürlich sehr gut sind, wenn sie Ballverluste haben. Sie sind enorm aggressiv gegen den Ball. Und da gilt es natürlich, nach vorne zu schauen, nach vorne den Ball zu spielen und eben nicht zurückzuspielen. Und so können wir eben gegen dieses Gegenpressing angehen. Nochmal, Thomas. Ja, das Thema ist immer wieder die Motivation, der Ansporn. Jetzt ist morgen, obwohl es eigentlich um sportlich nichts mehr geht, für die Löwen das Stadion erneut ausverkauft. Freiburg kämpft ja noch um die Meisterschaft, also da geht es ja auch um alles. Was gibt der Mannschaft da mehr Motivation? Sind es die eigenen Fans oder ist es dann auch der Ansporn, eben die Saison sportlich zu Ende zu bringen und Freiburg da Paroli zu bieten? Ja, es sollte eigentlich beides Argumente sein, um motiviert zu sein. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Motivation. Motivation ist ja immer dabei, so oder so. Aber eben, es gibt die flachen Motivationen, die einfach ein wenig so, die anderen, die ein wenig mehr Überzeugung reinbringen. Und für mich ist wirklich entscheidend, dass sich jeder Spieler reinhaut. Ich glaube, spielen zu dürfen, am Ende einer Woche, am Ende einer Trainingswoche, ist das Kirschlein auf der Torte. Also jeder trainiert ja für das. Dann verstehe ich nicht, wieso einer nicht motiviert sein sollte, um eben ein Spiel von Anfang an zu bestreiten. Und die dann ins Spiel kommen, haben dann auch noch die Möglichkeit, sich zu präsentieren und zu zeigen, dass sie auch verdienen zu spielen.
Nun ist ja Freiburg immer noch quasi im Aufstiegskampf. Mein Kollege hat schon kurz erwähnt, wie es für die 60er nicht um so viel geht. Was erwarten Sie trotzdem für ein Spiel? Sie wollen natürlich die Freiburg noch aufsteigen, aber die Löwen waren in der letzten Zeit wirklich sehr heimstark. Sprich, wird es eher taktisch, viel hin und her oder was ein aggressives Spiel? Was erwarten Sie da von beiden Seiten? Ja, es wird sicher viele, viele Zweikämpfe geben. Wie gesagt, sie sind zum Teil sehr, sehr jung und sie kommen natürlich hier nach München, um erfolgreich zu sein. Bedenkt man doch, dass sie in den letzten 7 Spielen in Anführungszeichen nur 7 Punkte geholt haben. Und in den vorangegangenen 7 Spielen haben sie 21 Punkte geholt. In diesen letzten 7 Spielen haben sie doch gewisse Mühe bekundet, mit natürlich Gegnern, die ihnen alles abverlangt haben. Aber sie haben immer ihr Spiel durchgezogen. Ja. Sie hatten immer wieder ihre Chancen, die sie eben in entscheidenden Momenten nicht genutzt haben. Sie haben zum Beispiel in Waldhof Mannheim verloren, 2-1, unglücklich verloren, wo sie in der ersten Halbzeit 5, 6, 7 Chancen gehabt haben, um das Score zu erweitern. Von 1-0 auf 2-0 haben sie es nicht geschafft. Und dann irgendeinmal haben sie das 1-1 bekommen und am Ende des Spiels haben sie noch 2-1 verloren und hätten eigentlich den Sieg mehr als verdient gehabt. Also es hat auch Resultate dabei gehabt in den letzten 7 Spielen, wo sie als Sieger hätten vom Platz gehen sollen und jetzt eben ein wenig diese Mühe bekundet haben, ihre Chancen dann eben in Toren umzuwandeln. Und wir müssen uns schon auf eine, sagen wir nicht Abwehrschlacht, aber müssen schon ein wenig auf das hinarbeiten, defensiv sehr solid und stabil zu stehen, um ihnen eben dann diese Räume in der Tiefe nicht zu geben, weil da sind sie wirklich gut. Dann Marco. Ein Name, der vergangene Woche erstmals bei den Löwen in der 3. Liga aufgetaucht ist, Mansour Orutakbar. Er hat jetzt auch bei euch wieder mittrainiert. Erste Frage, wird er morgen wieder mit dabei sein? Und zweitens, wird es in den kommenden Wochen noch mehr U19-Spieler oder U21-Spieler geben, die sich quasi im Training der Profis präsentieren können und eventuell dann auch für die kommende Saison empfehlen können? Ja, der Mansour, der hat mit uns trainiert die ganze Woche. Auch natürlich, weil einige Spieler bei uns eben angeschlagen oder verletzt waren und nicht mittrainieren konnten. Ich halte es einfach so, dass ich immer, wenn möglich, 20 Feldspieler im Training haben möchte. Das ist eine gute Anzahl, um intensiv und auch so zu trainieren, dass es auch möglich ist, eben Qualität reinzubringen. Und das war hier jetzt gegeben. Es ist klar, dass wir sicher noch einen oder anderen eventuell einladen werden zum Training. Aber es ist nicht jetzt so, dass ich weiß nicht, wie viele einladen werde. Man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Ja. Noch einmal, wir müssen die Saison so seriös wie möglich abschließen. Und jetzt gilt es nicht, viele junge Spieler ins Probetraining, also Probetraining, ins Training aufsteigen zu lassen, weil die Qualität des Trainings würde auch ein wenig tiefer dann fallen. Also es ist wichtig, den einen oder anderen anzuschauen und ihm die Möglichkeit zu geben, zu sehen, okay, wie sieht es bei uns aus. Aber entscheidend ist natürlich auch schon, dass in Zukunft man auch weiß, zu viele junge oder Nachwuchsspieler in der ersten Mannschaft zu haben, auch ein Problem sein könnte. Wir wollen ja nicht nächstes Jahr eine Mannschaft präsentieren, die mehr U-Mannschaft ist als eine Aktivmannschaft. Ich glaube, das ist das Interesse aller Beteiligten. Können Sie denn sagen, wie viele junge Spieler dann so eine Mannschaft verträgt oder wie viele Routiniers man auf dem Platz braucht, wie einfach die Mischung Ihrer Meinung nach sein soll? Ja, ich glaube, wenn drei Nachwuchsspieler in einem
Kader von 20 Feldspielern ist, ja, ich zähle die Torhüter nicht dazu, also in einem 20-Mann-Kader Feldspieler, wenn man drei junge Spieler hat, die mit trainieren und sich mit weiterentwickeln können, weil eben die Qualität des Kaders eben vorhanden ist, kann sich auch der junge Nachwuchsspieler auch weiterentwickeln. Die Intensität ist höher und so weiter. Und das ist ein guter Mix. Ja? Und wenn sich einer eben verletzt oder angeschlagen ist, nicht trainieren kann, kann man immer wieder einen Jungen raufholen, damit wir das Kader auf die 20 Leute immer bringen im Training. Und ich glaube, so kann man dann schon immer wieder junge Spieler nachziehen, eben in der Situation eines angeschlagenen oder verletzten Spielers. Drei sind Minimum immer dabei und je nachdem kann es ein Vierter sein, je nachdem eben, ob einer verletzt oder angeschlagen ist. Ich glaube, das ist ein guter Mix und das gibt auch jemandem die Möglichkeit, auch richtig zu trainieren. Ein Spieler wie Leo Magalla oder vielleicht auch jetzt inzwischen schon Marius Wöll, zählen Sie dann aber nicht mehr dazu? Das ist so, ja, weil das sind bestandene Spieler. Also man muss dann auch schon verstehen, okay, was sind die jungen Spieler, die den ersten Schritt machen, sich zu behaupten, zu bewähren und die Möglichkeit immer wieder haben, im Nachwuchs auch die Spiele zu bestreiten, aber natürlich mit Kontinuität bei uns trainieren zu können. Ja. Es gibt Beispiele wie Syr, der Djordjic war jetzt immer dabei, hat ja noch nie gespielt eigentlich und das sind ja junge Spieler, die eigentlich im Kader der ersten Mannschaft auch schon mittrainiert haben. Den Torhüter zähle ich ja nicht dazu, von daher, ja. Sie haben das Thema Kaderstruktur schon häufiger jetzt angesprochen. Wenn man jetzt zwischen den Zeilen liest, dann stehen die Zeichen bei Marcel Bär beispielsweise auf Trennung am Ende der Saison. Kann man daraus raushören, dass Sie sich für den Angriff auch einen erfahrenen Stürmer wünschen, der gerade eben die jungen Kollegen wie Meret Skenderovic, Finn Lakenmacher bildlich genommen ein bisschen an die Hand nimmt und an dem sie eben wachsen können? Ja, es sind schon Positionen, die enorme Wichtigkeit haben. Ich rede von einem Torhüter, für mich eine sehr, sehr wichtige Position. Der Stürmer ist natürlich auch eine sehr wichtige Position, denn er vollendet den ganzen Aufbau eines Teams zu einem Tor. Und darum ist es für mich enorm wichtig, diese Position auch sehr gut auch zu besetzen. Und wir können uns nicht jetzt auf nur eine Spitze stützen. Ja? Es ist wichtig, dass wir da sicher Handlungsbedarf haben. Aber noch einmal, was die Position jetzt anbelangt, wo auch immer, wir sind dran, unsere Hausaufgaben zu machen. Wir sind intensiv dran, die richtigen dann am Schluss Entscheide treffen zu können. Und mit der Möglichkeit dann auch, diese auch zu verwirklichen. Am Schluss geht es ja ums Verwirklichen. Wir haben schon unsere Ideen, aber wir müssen auch dann schauen, dass wir sie verwirklichen können. Ich will keinen Spieler holen, der sich zuerst Gedanken macht, ob er irgendwo anders hinkommt. Und wenn, falls er es das nicht schafft, dann ist 1860 dann okay für ihn. Nein. Wir wollen Spieler holen, die zu 60 gehen wollen. Das ist für mich auch ein sehr wichtiger Punkt, die sich für uns auch entscheiden, die diesen Weg mit uns gehen wollen. Und wenn es dann möglich ist, finanziell auch, dann wird es auch klappen. Dann haben wir Thomas Spiesel nochmal. Matthias, bist du? Danke. Der Name Bär ist gerade gefallen. Der Marcel Bär wird ja in Verbindung gebracht, auch für die nächste Saison mit Freiburg. Ich weiß, Sie werden jetzt die Aufstellung nicht verraten, aber Sie haben sicher mitbekommen, dass da Gerüchte kursieren, dass Bär vielleicht nach Freiburg wechseln könnte. Spielen solche Dinge eine Rolle in Ihren Überlegungen in Bezug auf die Startelf oder blenden Sie das komplett aus und konzentrieren sich rein auf die Trainingsleistung?
Nicht nur auf die Trainingsleistung, aber ich blende sicher aus, ob jetzt der Cello Bär zu Freiburg wechseln könnte. Das ist ja der Journalist, der das kolportiert. Aber es geht ja nicht nur um die Trainingsleistung, es gibt auch andere Faktoren, die eine entscheidende Rolle auch spielen können. Noch einmal, ich glaube, der Lucky, der wird mal beginnen. Er soll seine Möglichkeit bekommen, auch morgen von Anfang an aufzulaufen. Und er soll sich präsentieren können. Und wir haben den Cello, der dabei ist und je nach Situation die Möglichkeit auch haben, dann Wechsel vorzubringen. Dann schaue ich nochmal in die Runde. Keine Fragen mehr, dann sage ich vielen Dank. Dann freuen wir uns morgen auf ein ausverkauftes Grünwalder Stadion und hoffentlich auf 3 Punkte für uns. Dankeschön. Ich danke euch.